Sie haben vor einem halben Jahr hier in Bolafing bei Neu-Ulm Ihr eigenes Museum eröffnet, das der Fotografie gewidmet ist. Warum haben Sie diesen Standort gewählt? Ja, es entwickelt sich eigentlich organisch. Ich bin in diesem Ort hier aufgewachsen und meine Eltern lebten und hatten Immobilien. Meine Sammlung wuchs beträchtlich in den letzten Jahren und ich suchte die Sammlung zu kuratieren, zu untersuchen und bestimmte Bezüge und Themenstellungen, die mich interessierten, herauszubilden. In Bezug auf die Gebäude und die Struktur hier, es war ursprünglich viel, viel kleiner geplant und wie es ist mit längerfristigen Planungen, es wird dann immer größer und aufwendiger. Und es kamen dann noch andere Gebäude dazu und das ist jetzt die Struktur, die wir haben und ich bin eigentlich sehr glücklich darüber, wie es jetzt geworden ist. Zur Eröffnung zeigen Sie eine Ausstellung mit afrikanischer Fotografie, kuratiert von Okui Enweso. Warum dieses für Deutsche doch eher etwas entlegene Thema? Okui und ich sind Freunde seit vielen Jahren und meine Hauptausrichtung in Bezug auf Fotografie war über viele Jahre gegenwärtige chinesische Fotografie und klassische deutsche Fotografie. Zum Beispiel interessierte mich sehr, sehr stark die Werke der Bechers, August Sander, Blossfeld und so weiter. Über die Porträtfotografie von Sander kam ich auf einen afrikanischen Porträtisten, Sido Keita, der mich sofort anzog und über ihn entwickelte sich das Interesse in Bezug auf afrikanische Fotografie. Und was fasziniert Sie an afrikanischer Fotografie? Ja, zum einen, und wenn wir über afrikanische Fotografie reden, was wir hier zeigen in der ersten Ausstellung, ist zum großen Teil gegenwärtige afrikanische Fotografie, also Contemporary Photography. Und wir zeigen sehr stark, das Thema ist Portraiture und Social Identity, also Porträtkunst und Identität. Und was faszinierend ist an dieser Ausstellung, ist, dass ein Bild von Afrika und vom afrikanischen Menschen gezeigt wird, das ganz anders ist von dem Bild, das wir kennen aus den Bildern, aus den Aufzeichnungen, die sehr stark von der ethnologischen und anthropologischen Seite herkommen. Das Bild, das wir zeigen, ist ein Bild von einem modernen Menschen. Der hat die gleichen Probleme, wo immer er ist in der Welt. Und diese Probleme bestehen in Afrika genauso. Und die gegenwärtigen afrikanischen Künstler behandeln diese Themen. Diese Arbeiten werden eigentlich sehr, sehr wenig in unserer westlichen Kultur gezeigt. Wir sind hier auch in einer ländlichen Gegend, in einem Dorf, in dem Sie selbst groß geworden sind. Gelingt es Ihnen denn mit diesem Thema afrikanische Fotografie hier genug Besucher anzuziehen? Es ist ein sehr, sehr großes Interesse. Wir sind also sehr überrascht über die Besucherzahlen, die wir haben. Und über das Interesse, das besteht von der Bevölkerung hier, aber es kommen interessierte Menschen, also von Paris und von Brüssel und von, die also speziell in Bezug auf Fotografie in Afrika interessiert sind. Aber die Menschen hier betrachten das als eine wahnsinnige Erweiterung, eine kulturelle Erweiterung für sie und eine sehr große Überraschung. Ich bin sicher, dass über die Jahre ein sehr breiter Besucherstrom hier stattfindet. Herr Walter, wir danken Ihnen für das Gespräch. Okay, ich bedanke mich.